Mögen Leute empfangen wir jetzt. Matthias Mayer versucht sich hier den Weg durchzubahnen. Das Medieninteresse der anderen ist riesig. Man sieht es kaum ein Durchkommen bei Matthias Mayer. Ja. Höchst gefragt. Ja, ja, ich höre euch. Und auch unser Reporter David Hermann Meng. David, sag uns, kommst du durch? Ja, jetzt ist er da, Matthias Mayer. Jawohl, ich stehe hier ganz sicher hinter Philipp Burtscher, dem Kameramann. Hier sehen wir den strahlenden Olympiasieger. Hier sehen wir Matthias Mayer, den Super-G-Olympiasieger, der sich hier im Österreichhaus gebührend feiern lässt. Jeder versucht jetzt in diesem Moment natürlich das beste Foto zu machen. Unser Kameramann hat den längsten Arm des Tages und der Matthias hier richtig ausgestattet mit der rot-weiß-roten Fahne und einer Schar an Journalisten. Dazu Musik von Andreas Gabalier und der Matthias, der strahlt hier mit den Fans um die Wette. Er gewinnt exakt auf den Tag genau 20 Jahre nach Hermann Mayer die Olympiamedaille im Super-G, 20 Jahre nach Nagano, und wird sich jetzt in Richtung Bühne begeben. Da ist noch Zeit für ein Foto. Dichtes Gedränge natürlich um ihn. Hoppala, Achtung, so. Der Matthias, der nimmt sich natürlich auch für seine Kollegen Zeit. Wir sehen jetzt nicht, wen er da umarmt. Aber hoppala. Es wird noch ein bisschen dauern, bis er zur Bühne kommt. Aber wir waren alle überrascht. Er ist jetzt doch relativ schnell hier reingerast ins Österreichhaus. Noch vor Kathi Gallhuber, auf die wir warten. So, jetzt setzt sich der Tross in Bewegung. Der Tross setzt sich in Bewegung und wir begeben uns jetzt in Richtung Bühne. Also auch unser Kameramann hätte sich ja durchaus Edelmetall verdient für das, was er hier macht. Das ist ganz schön anstrengend für ihn. Und ja, jetzt ist der Matthias Mayer nur noch wenige Meter von der Bühne entfernt. Jetzt lassen wir ihn ein paar Schritte gehen. Der 27-jährige Kärntner Model, wie ihn alle nennen, hat heute hier seinen ganz, ganz großen Triumph gefeiert. Wer hätte nach der Kombination noch mit ihm gerechnet? Also ich glaube, wahrscheinlich nur die wenigsten. Da gab es ganz andere, die man auf der Rechnung hatte, einen Zwindal beispielsweise. Doch sie alle sind hinter ihm gelandet. Einzig ein Bert Voits, der konnte noch mithalten. Und ja, unglaublich natürlich hier das Gedränge um den Matthias Mayer. Aber das Schlimmste, das haben wir jetzt gleich überstanden. Rechts der Herr, das ist übrigens der ÖSV-Teamarzt, der ein bisschen Ähnlichkeit hat mit Richard Gere. Ja, sieht gut aus, oder? Eine Medaille in seiner aktiven Karriere hoch, so, schon in Sochi hat er den Abfahrtslauf gewinnen können und jetzt eben seine zweite beim Super-G. Heute in der Nacht war er erfolgreich vor dem Schweizer Beat Voits und dem Norweger Kjetil Jansrud. Also alle sind hinter ihm gelandet, vermeintliche Kandidaten auf den Triumph. Das
Österreich aus. Matthias, das Allerwichtigste war nochmals Gratulation. Was für eine unglaubliche, kann man sagen, Auferstehung auch nach gestern? Ich habe mir vor, also gestern hat es leider nicht so geschafft, aber der hat es wirklich super. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal die Übergabe wieder der Preise und beginnen mit dem dritten goldenen Herz, das überreicht wird. Der Präsident mit der Übergabe mit dabei. Vorne noch der Vizekanzler und zuständige für den Sport in Österreich. Nochmals ein herzliches Hallo in Richtung Heinz-Christian Stanke, Meter. Und natürlich ist auch der Präsident des österreichischen Skiverbandes dabei, der die nächste Goldmedaille mit seinen Damen und Herren eingefahren ist. Und also Matthias Mayer lässt sich hier feiern und lässt auch die Medienvertreter teilhaben. Auch unser Kameramann hat ein bisschen Sekt abbekommen. Auch Vizekanzler und Sportminister Heinz-Christian Strache haben wir gesehen, genauso wie den Präsidenten des Olympischen Verbandes, Karl Stoß. Die haben ihm natürlich gratuliert und er hat sich jetzt langsam durchgeboxt. Jetzt genießt er noch ein gutes Stiegelbier aus Österreich und ja, das kann er sich auf jeden Fall auch gönnen. Ja, jetzt sieht man hier noch die Feierbilder auf der Bühne. Das erste Statement hat es auch gegeben, kurz und knapp. Hier Matthias Mayer, auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache, mittlerweile wieder auf der Bühne. Posiert wird gemeinsam mit dem Stiegelbier. Außerdem wurde auch das Goldherz überreicht. Und weiterhin auf der Bühne Heinz-Christian Strache. Gestern ist er erst in Österreich weggeflogen, jetzt steht er hier schon auf der Bühne in Pyeongchang. Möglicherweise eher auch ein Glücksbringer gewesen für Matthias Mayer, der sich seine zweite goldene olympische Medaille hier gesichert hat nach seiner goldenen vor 4 Jahren in Sochi beim Abfahrtslauf, jetzt also im Super-G erfolgreich. Man hat auch beim Empfang gesehen, er hat sich mit David Gleischer zusammengestellt, der hat schon 2 Medaillen geholt, zunächst im Einzel bei den Rodlern und dann im Teamwettbewerb noch die Bronzene nachgelegt. Also da ist Matthias Mayer vielleicht noch ein bisschen hinten dran, aber auch die Goldene, mit der kann er mit Sicherheit leben. Hier sehen wir auch noch Hans Peter Schöcksnadel, pardon, und Heinz-Christian Strache. Vielleicht können wir da jetzt nochmal reinhören in die Stellungnahmen. Er wird natürlich gefragt, ob er selbst damit gerechnet hätte, dass das überhaupt zustande kommt. Rein akustisch ist es leider nicht so, dass wir da was heraushören können. Auf jeden Fall steht er mit Peter Schröcksnadel und dem Sportminister als auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache auf der Bühne. Er strahlt über beide Ohren, ist natürlich überglücklich nach dem, was ihm alles passiert war. Vor 3 Tagen noch der Sturz in der Superkombination und ja, wie Hermann Mayer damals, war auch gestürzt und 3 Tage später dann die goldene Medaille um den Hals. Beide heißen Mayer und unser OE24-TV-Reporter David Hermann-Meng hat die Schlüsse daraus gezogen, dass Zuschauer für die geschaut. Zu wem? Das passiert ist.
ich denke, dass ich meine Leute gesucht habe, weil ich habe heute gefunden, dass ich ganz woanders zu essen gewesen bin. Okay, dann war das natürlich, oder? Und jetzt gleich schon mit deiner Übergabe? Ja, es war natürlich unglaublich. Also ich muss schon sagen, vor allem mit so einem Rest vor Jans Wett und vor Eder Kreuzer zu stehen, besser kann es nicht sein, glaube ich. Es war ein super Rennen, es war eine super Fahrt. Und genau auf das bin ich sehr stolz. Also wir haben jetzt sehr, sehr viele Reporterlegenden heute auch hier im Haus und alle haben sich unglaublich emotional und begeistert gezeigt aufgrund dieser Fahrt. Bitte nochmals einen Applaus für volles Risiko, volles Gelingen und vollen Erfolg, Matthias Mayer. Herr Vizekanzler, vor allem aber auch Sportminister, es ist der perfekte Tag, um hierher zu reisen. Anreise ist gut gegangen, alles hat funktioniert. Ja, die Anreise war wundervoll und vor allen Dingen, wenn man gleich am ersten Tag von Prag kommt, erleben darf, dass es so viele Medaillen gegeben hat und da kann man nur gratulieren. Und das, ich sage, der Name Mayer, der steht für Qualität. Also da sind alle Österreicherinnen und Österreicher stolz und vor allen Dingen seine Heimatgemeinde Afritz in Kärnten ganz besonders. Die freuen sich, wenn sie ihn bald offiziell empfangen können. Waren Sie heute eigentlich schon irgendwo im Gelände beim Zuschauen oder erst angereist? Heute erst angereist und direkt vom Flughafen mit dem Zug ins Hotel umgezogen und hierher gekommen. Dann wünsche ich heute noch gute Nacht, dass der Jetlag nicht auf einmal kommt. Begrüßen übrigens auch Ihre Gattin, die heute hier ist. Und wir werden uns in den kommenden Tagen sehen, weil der Vizekanzler wird nämlich auch vor Ort sein beim großen Saalbach-Abend dann spätestens am Sonntag. Viel Spaß, gutes Gelingen, alles Gute und schöne Tage. Stellen Sie sich vielleicht auch nochmals dazu. Peter, ganz kurz nochmals. Schon langsam geht es richtig los mit dem Medaillenreigen. Naja, ein bisschen hat es angefangen. Wir machen, glaube ich, weiter. Okay, lassen wir es so stehen. Ein bisschen hat es angefangen. Wir machen in dieser Tonart weiter. Und ich glaube auch, wir machen in dieser Tonart weiter. Weil in Kürze wird sie anreisen. Die, die heute im zweiten Durchgang alle verzückt hat. Vor allem aber sich selber und ihre Familie. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Bestzeit im zweiten Durchgang. Noch allerdings, glaube ich, haben wir ein wenig Zeit. Und deshalb ein paar Takte Musik von Mr. DJ N-Style himself. Yeah!